Im Endeffekt heißt es nur, dass das eine Stelle am Anfang ist, wo ich zwei, dreimal schnipse oder so, wo ich die Audiowellen dann aufeinander legen kann. Da habe ich allein zum Synchronisieren gerade. Wie lange bin ich gesessen? Eine Stunde? Mindestens. Schon, gell? Voll asozial. Hast du dir eigentlich das Intro angeschaut, was ich gemacht habe? Das habe ich dir auf WhatsApp geschickt. Nee, oder so. So ist besser. Das ist, glaube ich, besser. Im Endeffekt wollte ich eigentlich das Video machen, weil das komplette Internet irgendwie gegen San Andreas gegangen ist. Und Gegen das hat alle mich voll Teile. abgefuckt. Ja, voll, gegen alle Teile. Und das hat mich voll abgefuckt, weil San Andreas, das ist schon irgendwie mein Lieblings-GTA. Allein der Unterschied. Das ist GTA 5, Mann. Fuck. Selbst von dem Jewel-Typen, ne? Ah. Das ist einfach Ja. San Andreas und GTA 5. Nicht mal er macht es richtig. Nee, das ist von 2019 gewesen, das Video. Ja, fuck, das reicht eigentlich, gell? Allein sowas gegen sowas. Tolles Beispiel. Ja, das ist richtig. Das Das ist besser. ist das einzige Richtige, ja. Das ist das Einzige, was da funktioniert, gell? Ja, das andere ist, die machen ja Remastered selber. Ah. Da hat Ist auch irgendeiner einen geil. Monat bevor die Definition da, Ah. die neue Version da rausgekommen ist, hat irgendeiner GTA San Andreas selber neu remastered quasi mit Mods und so. Weil Rockstar es nicht machen würde, hat er hingeschrieben. Und einen Monat später kam dann das Remaster quasi raus. Ja, genau. Auch wenn es nicht Rockstar gemacht hat. Also, keine Ahnung, die Grafik hätten sie schon irgendwie. Die hätten zumindest die Figuren ein bisschen bearbeiten können, finde ich, Figuren aber. sind das Einzige, was nicht bearbeitet wurde, Na? außer im Gesicht ein bisschen. Ja, das ist es ja. Das finde ich, hätten die schon machen können, aber allein der Rest. Also, der komplette Rest ist schon geil. Außer die Bugs mit Safe Mad Dog. Wie lange hast du die versucht? Eine halbe, dreiviertel Eine Stunde? Stunde bestimmt. Ja, safe. Voll gut. Das ist einfach nicht gegangen. Voll gut. So bescheuerte Bugs. Aber ich finde es schon cool, dass sie das gemacht haben. Das bringt es eigentlich auch voll, gell? Wenn ich auf einen neuen Tab gehe, schneide ich das raus. Ja, Alles gut. bitte. Kein Problem. Oh. So ein richtiges Sammlerstück, ey. Der Typ, der packt immer mit Handschuhen aus. Verständlich. Boah. Fuck. Die müssten eigentlich mal so wie bei GTA, ach, wie bei Black Ops 2, so eine Dings-Edition rausbringen. Ja. Black Ops 2 war nämlich so die Drohne dabei, die da hatten. Das ist von 2016, das ist noch original, so wie es früher war. Ja, genau. Aber allein schon die Grafik. Oder nur die Grafik. Hätte eigentlich nie ein Problem mit gehabt. Ich spiele immer Ja. noch das alte Tony Hawk's Pro Skater 4. Ich habe damit auch kein Problem, so ist es nicht. Ich finde das nur krass. Warte mal, man kann ja die Bilder sehen. Damals konnte man auch die Bilder sehen, ist mir Schon. danach auch aufgefallen. Ich habe mir gedacht, es ist ja wahnsinnig, dass du jetzt mal die Bilder sehen kannst. Weil manchmal, wenn du an so Shops vorbeigefahren bist, Ah. wo die Lädenwände einfach, also wenn du ein Schaufenster reinguckst, einfach nur als Bild hingepackt haben, hast du manchmal selber nicht mal den Inhalt davon sehen können. Wie die Papphäuser. Ja. War so gut. Kann ich das trinken auch Immer wie noch? intensiv der riecht. Danke. Boah. Das ist krass, gell? Voll, Der riecht einfach nicht nach Sprite, sondern nach Zitronensaft. ja. So nach purem Zitronensaft. Boah. Kommt alles ins Video. Also im Großen und Ganzen ging es mir eigentlich fast nur um den Unterschied zwischen denen. Aber der Unterschied. Die Finger sind jetzt da. Und das Gesicht ist ein bisschen detailreicher gestaltet, auch wenn er irgendwie lächerlich aussieht. Ja, schon. Warte mal, Und es sind halt nicht du mehr bist weg. solche Hände. Es sind immer noch riesig, aber es sind halt nicht mehr solche Pranken. Das ist wirklich
Oh, das ist die neue Edition, gell? Mhm. Deswegen sage ich es ja. Na, ich finde, der schaut so geil aus. So. Ja? Wenn du sein Gesicht nicht siehst, passt zwar. Da siehst du den Unterschied, gell? Das ist Pappe. Und das sieht super aus. Auch wenn es so ein Spiel nicht ausschaut. Ja. Ja, schon. Ja, wie gut. Ist auch krass, dass man San Andreas so viel machen kann, gell? Wie viele Möglichkeiten es da gibt. Allein mit Trainieren, mit Fett werden. Ja, das sind aber auch sinnlose Eigenschaften manchmal. Zum Beispiel? Zum Beispiel das mit dem Essen zum Beispiel. Du musst essen, um Energie zu behalten und nachstirbst du ja sowieso. Irgendwie immer. In dem Spiel stirbst du ja ständig irgendwie. Ja, das geht ist eigentlich höchstens für Leute interessant, die versuchen GTA zu spielen, ohne einmal zu sterben oder so. Ah. Ja, das ist aber auch unmenschlich in GTA. Ich weiß auch nicht. Obwohl, ich weiß es gar nicht, ob du die Energie trotzdem verlierst, wenn du nichts isst, auch wenn du gestorben bist. Ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Aber wenn du zu oft isst, wirst du halt auch fett, gell? Ja, oder du baust Muskeln auf und musst dann auch ständig essen. Ja, genau. Und das Kondition trainieren. Das einzige Sinnvolle ist eigentlich, wenn du stark, also wenn du mächtig Muskeln aufbaust, dass du, wenn du einem dann die Fresse haust, dass er schneller umfällt. Ah ja, das ist auch krass. Mhm. So, GTA so. War das halt immer cool mit den Sanitätermissionen und sowas. Ja, obwohl man die Sanitätermission eigentlich auch als Taximission überschreiben kann. Das ist eigentlich fast dasselbe. Wenn du die Mission bis zu einem bestimmten Level schaffst, kriegst du ja Supplies dazu. Wenn du die Taximission schaffst, dann wird es so ein Latino-Car, dass du springen kannst. Oder wenn du die Feuerwehrmission machst, wirst du feuerresistent. Okay. Wenn du die Krankenhausmission machst, kriegst du statt so einer Health Bar dann irgendwie so eine Health Bar. Ja, die kriegst du ja auch, wenn du irgendwann das Spiel durchspielst oder so. Ja. Ja, aber die ist halt dann generell größer. Das ist schon eigentlich relativ cool. Ich habe das eigentlich schon immer am Anfang gleich gemacht. Oh ja. Oh ja, darauf habe ich Bock. Warte, das ist doch wieder falsch rum. Das ist eigentlich der richtige Bildschirm. Na, ich dachte, dass wir hier zocken und da aufnehmen. Es ist eigentlich voll okay. Oder? Wie steige ich jetzt auf mit F? Und wofür ist die Maus? Die ist zum Umschauen. Also die mit der Maus spielen ist echt anstrengend. Ach so. Ich verstehe die meisten Leute nicht, wie sie immer sagen, auf PC ist alles geiler. Irgendwie ist das komisch, so zu spielen. Ja gut, außer so Call of Duty oder so, wo du mit der Maus halt so gucken kannst und schießen kannst. Ja, Call of Duty ist geil auf dem PC. Aber für so Third-Person-Dinger ist irgendwie mal mit der Maus komisch zum Spielen. Das ist total abgefuckt. Weil manchmal bist du dann so dabei und lenkst mit der Maus und manchmal kannst du nur mit der Maus lenken und so. Das ist halt richtig cool. Auf Tab, nee, auf Hochstellen kannst du springen. Auf Hochstellen, falscher Plan. Hochstellen, was ist Hochstellen? Shift. Nee, das ist Lock, dann Lock. Nee, Lock auch nicht. Ich habe ein paar Sachen umgestellt vom Controller eigentlich. Ah. Oh, ich habe eine coole Idee. Sollen wir alle Dinger vollsprühen? Was soll man? Die Teile alle vollsprühen. Alle Graffiti. Oh ja. Ich gucke am Handy, wo die sind überall. Du fährst hin. Ja, ja, passt. Du musst sowieso die erste Mission spielen, sonst kommst du gar nicht ins Haus so rein. Ja. Und jetzt am Fahrzeug. Und jetzt musst du, was war das? Joy 1? Joy 1. Das Sekundärwaffe, drückst oben drauf. Jetzt Numo oder Steuerung L. Nenn jetzt auf, klickst drauf. Joy 1, ja. Und jetzt kannst du das auf Shift machen. Lieber Motherfucker. Ah ja, jetzt funktioniert's. Du musst da rechts. Mhm. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Fahr nicht in den Pool rein, du kommst ja nicht mehr raus. Aha, ist mir auch passiert. Na, San Andreas habe ich auf der PlayStation 3, glaube ich, gespielt, auf der Konsole und Vice City Stories, Liberty City Stories und Chinatown Wars hatte ich auf der PSP. Die gibt's auch nur auf der PSP. Liberty City Stories auf PSP. Ach ja, Triggern. Hat sich hier vollgebracht. Das wären die du in der Mission machen musstest. Mhm. Na, ich brauche jetzt erstmal die Spraykanne. Genau. Kriegt man die? Im Schlafzimmer, gell? Im Schlafzimmer, ja. Hier, gell? Kamera ist da. Das ist die Kamera. Und die Spraykanne?
ist nicht. Die ist ja gar nicht. Ja, da musst du erste Mission spielen. Oh, kacke. Musst du Suite gleich gehen. Richtig unlogisch, dass du ins Ankleidezimmer gehen musst und da nochmal auf den roten Punkt zu gehen. Das würden wir jetzt nicht gleich machen. Wie wenn du dich in deinem eigenen Haus nicht umziehen kannst. Jetzt mal ohne Scheiß. Aber du musst auch nichts als erstes zu Ryder. Leg halt auf. Sweet, hey, what's up? Nein, was ist Drive 4? Ich hab's. Siehst du? Ja, fuck, krieg ich schon noch raus. Warte mal, ist da nicht eine Spraykanne? Nee. Das ist das Infozeichen. Nee, daneben ist Schlagring. Ist ja auch so geil. 350, was können wir machen? Wir können Afro und Schnurrbart. Mach Afro und Ziegenbart. Ja? Mein Gott. Tell Big Smoke, he needs a cut. Du musst jetzt nochmal reingehen. Wir müssen rausfinden, was Drive 4 und so ist. Oder du musst es umstellen. Wow. Caps Lock bringt auch nichts. Aha! Your dad used to get a cut just like that. Schaut echt toll aus. Wow, wahnsinnig. Und Ryder riecht sich jetzt voll auf. Schaut voll scheiße aus. Ich weiß gar nicht, welche von den Dingen du nehmen musst, dass Ryder nicht sagt, dass das scheiße ausschaut. Geil, wir fahren erstmal eine Pizza. Ja, jetzt kotzt er. Ach ja, die Szene mit, das ist ein Überfall. Schade, dass wir keinen Drohnen haben. Ryder, not this again. Fixer. Ja, ja, schon klar, Mann. Das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Da hakele ich auch immer dran, wenn ich San Andreas spiele. Ich denke immer bei der Brücke, dass es wie bei der Umleitung ist, wie es halt da steht, gell? Weil da musst du einfach nur drunter fahren. Also hier rechts, meine ich. Jetzt kannst du zu Sweet gehen. Aha, da ist Springen. Ja, sehr geil. Shift. Ich glaube, das ist sogar schon die Mission, ja. Die kann Mission, ich habe die... Musst du drei Sachen sprayen. Geil. Jetzt kommt gleich. Spray mit Joy 6. Joy 8, ich hab's gewusst. Was ist Joy 8? Linke Maustaste. Und jetzt? Soll ich rechts klicken? Leertaste. Eingabe. Oh, Shift. STRG. Ups. Das ist nur in Los Santos und die anderen Städte sind scheinbar keine da. Also jedenfalls laut der Map hier. Das ist alles nur hier in Los Santos. Okay, krass. Ach ja. Muss jetzt voll spielen. Ja, fuck. Ja, den Typen eigentlich. Ja. Get that fool! Dafür kriegt man schon einen Stern. Ach so. Ach ja, eigentlich logisch, gell? Ich weiß gar nicht, was das war. Na, bei, wenn du zu viel Deo schnüffelst, gehst du ja auch irgendwann drauf und die Lunge verklebt. Jetzt kommen die Cops und ich sterbe. Wie früher, wie toll. Ich spring schnell rüber. Ach so. Meine Fresse. Und da ist es jetzt an der Wand. Da rechts, gell? Ja. Ja, genau. Das sind die ersten fünf. Also die haben wir schon mal. Ja, scrollen, die Waffe zu wechseln. Ach so. Ja, Mann. Oder sechs sogar schon. Krass. Da denke ich jedes Mal, ich muss einmal komplett um den Block fahren, wie es halt angezeigt wird. Wo geht's jetzt los? Ich gehe auf Start. Guck, an dem weißen da, neben dem Clucking Bells da. Das hier? Ja, darunter das rechts, unten das weiße. Ja, genau. Ja? Darunter rechts das weiße. Das anklicken. Das hier? Ja. Okay. Raus. So. Nächsten Mal wagen wir das hier. Aha. Ich hab's auch schon gesehen. Achso, die zwei. Nee, das sind andere. Da waren noch welche auf dem Dach, gell? Oder generell auf Dächern? Ja, sehr gut. Da ist es, da ist es. Das hab ich noch nicht gesehen. Das
ist mir so nie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal zu 100% durchgespielt hat. Das nächste ist an der Ecke von dem oben drüber. Hier? Nee. Hier? Guck doch. Das ist da, das 21er. Hier? Ja, aber rechts an der Ecke von dem Haus. Da. Ach so. Hier, ja, hier, ja, passt. In Vice City konntest du statt die Graffitis konntest du Luftballons zerschießen. Das war dann ein Luftballon von 100 oder 99 oder so. Das wusste ich gar nicht. Voll gut, ich liebe das Spiel. Mir nie aufgefallen. Ich glaube, du musst da rein. Ja. Ah ja. Da ist es ja. So, mal neun, das nächste. Ist das sind halt die Luftballons und Monsterstunts und sowas. Voll gut. Das nächste ist an der Ecke da unten. Drüber, über dem Klackenbell. An der Ecke. Ja. Die hier? Ja. Aha. Ich glaube, das ist fast. Nee, das ist es nicht. Ach, das ist doch die Ecke, oder? Das ist die Ecke hier. Ja, die haben wir schon. Safe. Scheiße. Nächstes. Die 4 und die 5. Ach so, das sind alle drei, die jetzt in der Mission waren. Okay, dann haben wir die jetzt alle durch. Die haben wir auch. Das ist an der Grove Street. Das. Dann das Haus noch, neben der Grove Street. Das ist, warte mal, hier. Ja, und jetzt links in die Straße. Das ist das die hier. Die dicke Straße, ja genau. Bremse ich eigentlich? Ach so, mit runter. Da, da, da ist es, links, links, links. Da, an der Wand. Ah, hallo. Das ist ja sau schwer zu finden. 10 von 100. Schlechte Idee. Mit Rocket Man. Wo? Ja, auf der Tastatur. Aha. Ja, wie das Ding fliegen kann. Leertaste. Ja, du musst halt irgendwie jetzt ganz weit weg. Jetzt kann ich nicht mehr springen. Dann dem genau, jetzt musst du einfach F drücken, das ist wie Auto stehen. F drücken? Ja. Ach so. Da ist es, ja. Verstehe. Dann ja, passt. Okay. Dann geht halt nur meine Mauswahl drehen. Lächerlich. So. Stich zu einer. Okay. Passt. Jetzt. Fliegen. Okay, aber scheiß drauf, machen wir einfach die 58 daneben, die ist auch gleich an der Ecke. Aha. Die ist daneben gleich. Das ist. Warte mal. Hier ungefähr. Ja. Ah ne, das ist in dem Motel drin. Nee, du musst da in das Motel rein. Wo? Da, links rein. Da ist es. Hier? Du musst F drücken. 12 haben wir. Ach so, stimmt. Ah, du bist nicht fertig, Ich hab's mir auch gerade gedacht. Aha. Da. Oder ist das hier drin? Nee, da drin ist, das ist die Bockenwerkstatt. Ja, da ist es, Wie lange haben wir jetzt danach gesucht? Keine Ahnung, 10 Minuten oder so, bestimmt. Fix. Mhm. Jetzt fliegt er mal drüben. Da ist es. Ah, da ist es. Mein Gott, ist das dumm. Naja, gut. 15. Und jetzt ist noch eins ganz an der anderen Seite von der Ecke. Kannst du dich eigentlich drehen? Nee, da musst du die Spraydose für aufgeben. Kannst du dich eigentlich drehen mit der Maus? Nee. Also Gucktechnik? Nee, gar nicht. Mit der Maus kann ich eigentlich gar nichts machen. Ich weiß gar nicht, wieso ich den noch in der Hand habe. Mhm. Da ja. Gut. 16. Dann haben wir die jetzt alle erledigt. Jetzt können wir mit denen weitermachen. Die sind jetzt auch da oben. Da ist es. Scheiße. Hm? Ach so. Ich hätte ein paar Zigaretten vordrehen sollen. Ja. Man soll ja nicht sehen, was ich rauche. Ja, ja.
Das nächste ist genau hier. Perfekt. Fuck. Fuck. Ladies love me, I think. 19 von 100. Wo bist du? Das ist da dran. Leise. Mhm. Oh, das war. Nee, du musst, dass das ein Ziel aktiviert ist. Das war der Handy-Version von San Andreas. So kacke, ganz ehrlich. Glaube ich. Langsam müssen wir auch neue Kannen holen, gell? Das haben wir schon. Hast du jetzt zweimal dasselbe genommen, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Stopp. Stopp. Hier rechts. Stopp, stopp, zurück. Ja, 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 ja. Wenn wir den Anruf langsam nicht annehmen. Ich glaube nicht, dass dann die Mission. Also, ich glaube nicht, dass dann die komplette Story abkackt, Alter. Mal drüber. Ja? Ja, da ist er, ja. Ja, das war's halt jetzt hier gleich. Corona? Ja, so ist die. Ah, da hat's also angefangen. Da. Corona entfunden und in die echte Welt transportiert. 23 von 100. Ich wieso ist das denn? Scheiße, wie spät ist es eigentlich? Wieso? Ich hab Hunger und hab nichts zum Essen. Es ist 20 vor 10. Scheiße. Na, danke. Eigentlich nicht, danke. Oder bringst du mir eine Bull mit? Danke sehr. Kannst du mir ein Weißes mitbringen? Ja, bitte. Ich bin ja auch so ein Vollidiot. Aber jetzt weiß ich, wo es ist. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Please subscribe, Alter. Please. Hey.